zu vereinen. Haben irgendwelche anwesenden Personen Einwände gegen diese? Hallo, hören hallo. Sie nun Einspruch erheben. Okay. Gut, da keiner der Beteiligten Einspruch erhoben hat. Einspruch? Was? Bitte ich nun, das Brautpaar ihre Gelübde zu sprechen. Was für ein Gelübde? Weiß ich, hast du nichts vorbereitet? Wir sind an die Pfarrer, also dürfen sie die Braut jetzt küssen und sie sind verheiratet. Oh, ey, komm her. Komm wieder weg. Alles abgesegnet von Fischer. Du bist bescheuert. Du hast echt... Du hast echt einen an der Mütze. Guck mal, ich hab das von beiden geschafft. Hast du das jetzt echt geholt? Guck mal, und Vizelius macht noch schnell ein Foto von uns. Hör auf, also, warte, ich hab was vergessen, scheiße. Die Thea denkt, ich hab wirklich geheiratet, die bringt mich um. Moment mal, ich hab den wichtigen Teil vergessen. Willi, möchtest du deine Frau lieben, ehren und für immer an der Hand halten, bla bla bla, bis der Tod euch scheidet, dann sag ja. Ich wollte sie doch nur adoptieren, ich wollte sie gar nicht heiraten. Du, jetzt willst du das? Ich akzeptiere das als ein Ja. Jetzt dürft ihr euch küssen. Du bist ja noch bekloppter als ich, ey. Willst du nicht? Okay, ja gut, dann haben wir das mit dem Namen endlich erledigt. Ja, natürlich. Wow. Oh, jetzt ist Pat. Die jetzt muss gibt's ich den weißen Schmaus. Ich bin, fein gemacht, Fischi. Warte. Hat Fischi Einspruch erhoben? Nee, aber ich glaube nicht. Ich bin kaputt, ey. Wow. Ich müsste aber, glaube ich, mal ins Krankenhaus. Weil der Balu hat irgendein Problem mit seiner Tür an seinem Auto. Eieiei. Also und ein schon will er sich verdrücken hier von der Hochzeit. Ja, ja, ja. Ja, lass dir die da. Richtigen erst verheiratet sein und dann nie wiedersehen. Ja, aber meine Glückwünsche, dass wir jetzt im Brautpaar sein. Ich reiße später beim DOJ ein. Ja, das ist Fischer okay, auch verheiratet? Der Hund auch verheiratet? Wow. Nee, da sind wir am Überlegen, ob er Fischer, von, möchtest du den Herrn von Visinius lieben? Nein. Mit Hunden, aber ohne. Nicht mehr, ich gehe jetzt lieber arbeiten, das ist mir zu viel. Ich habe ja jetzt gedacht, wo du gesagt hast, komm schnell hier hin, es wird irgendjemand nackt. Aber... Nee. Ach so. Nee. Ich dachte mir, den Spaß gönne ich mir ja, aber mal. Das war ein anderes Fahrzeug. Ich habe ihn endlich gefunden, ne? War schon schön. Hinten bei der Playboy-Villa also, in der Garage. Falls wir mal können wir das genauso wieder machen. Wisst ihr, was der Fehler war? Warte, ich flüster euch. Oh Gott, ich bin fix und fertig. Du bist fix und fertig? Du das auf dein Alter nicht mehr, wenn man dich hops nimmt. Ja, ich bin der Willi. Hat mich nur 2 Stunden gebraucht. Oh, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Chill. Aber ich hab ein schönes Foto von euch beiden gemacht. Hat den Tag schon bezahlt? Nee, ne? Doch, alles gut. Da hast du schon alles gemacht. Okay. Sag mal, hast du jetzt ein T-Shirt, wo drauf steht Willi like you? Willi, like you, Kaczmarek, bitte. Ja. Like you, Kaczmarek. Hast du den Wenigstens in Gedanken kannst du das jetzt so ausführen. Nö, ich hab das auch, also heute Abend ist hier wohl irgendwie eine Hochzeit, ne? Heute Abend soll wohl noch eine Hochzeit sein. Gestern schon 2 Ladungen gemacht. Ehrlich, welche? Ja, irgendwas hatte hier der Transferpunk-Mensch hier vorhin gesagt. Und vielleicht kann ich euer Foto, was ich gerade gemacht habe, da noch was? Mit einbinden. Und ich habe Fotos bist gemacht. Du bescheuert. Das muss Deine doch, Freundin das... bringt ihn um, wenn du das machst. Ja. Vor allem, wenn ich daneben stehe. Ja, den kriegst du auch ab. Die Antea killt uns beide. Sagen, die lässt es wie ein Unfall aussehen, glaub mir. Richtig, das lassen wir lieber. Oh je. Das überleben wir beide nicht. Also soll ich das besser nicht in den Artikel mit aufnehmen? Nein. Besser ist... Außer du deklarierst es als dicken, fetten Scherz, dann könnte man es vielleicht noch erinnern. Ja, dann kann man das so machen. Spontan Hochzeit bei Tank, bei Frank. Ja, irgendwie so. Ja. Ja, nein, also das würde ich schon so erwähnen. So eine richtige und eine falsche Hochzeit. Ja. Irgendwie so. Ja, das ist okay, damit kann ich leben. Ja. Ja, das ist okay. Jetzt müssen wir nur noch den Kleinen da unter die Haube bringen. Apropos unter die Haube, ich gehe jetzt erstmal schnell ins Krankenhaus.
Okay, soll ich dich fahren oder fährst du mit dem Taxi? Nein, ich fahr mit dem Taxi rüber. Danke, Balu, nochmal, ne, für die tolle Fahrt. Ich geh ins Krankenhaus. Vielen Dank. Da kann ich mich rumnehmen. Ich hoffe, sie geht gleich besser. Ich geh arbeiten. Viel Spaß. Hör zusammen. Feiert ruhig. Hab nichts gemacht. Die Tür war nur ein bisschen locker. Wo ist die Kira? Ist die auch schon wieder weg? Auf Toilette, ja. Ja, okay, dann gut Schiss, sag ihr, ne? Danke. So, ne, ich umarm sie bestimmt nicht beim Kacker machen. Bis dann.